Hochdramatische Szenen am Sonntagabend im niedersächsischen Delmenhorst. Die Polizei jagt einen Messerstecher. Er soll eine Frau in ihrer Wohnung niedergestochen und nur Minuten später einen Mann in einer Sportsbar tödlich verletzt haben. Kurz nach 20 Uhr war bei der Polizei der erste Notruf eingegangen. Als die Beamten in der Kneipe eintreffen, finden sie dort einen blutüberströmten Mann. Er stirbt noch am Tatort. Fast zeitgleich geht bei der Polizei die Meldung einer zweiten Bluttat ein. In einer Wohnung, nur gut einen Kilometer von der Gastwirtschaft entfernt, war eine Frau mit mehreren Messerstichen niedergestochen worden. Sie überlebt mit lebensgefährlichen Verletzungen. Mögliche Tatzusammenhänge zwischen diesen beiden Taten werden aktuell geprüft. Die beiden Horrortaten sollen sich innerhalb weniger Minuten abgespielt haben. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Mitten in der Nacht vermeldet die Polizei aber einen ersten Fahndungserfolg. Gegen Mitternacht konnte im Stadtgebiet Bremen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Ob es sich bei dem Verhafteten wirklich um den Täter handelt, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. Die doppelte Bluttat aber erschüttert das niedersächsische Delmenhorst. Ich habe das Gefühl, dass jemand weiß, dass es bei den Leuten ruhiger geworden ist, wie das ist. Aber die Wirtschaft ist.